Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das IKEA aufbauen und somit natürlich auch nach dem Zusammenbauen richtig an die Wand montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige die Montage mal bei einem kleinen Viereck. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Varianten relativ ähnlich. Und zuerst mal sollten wir alle Bauteile ordentlich auf den Boden hinlegen, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Danach können wir mit dem Zusammenstecken unserer einzelnen Bauteile auch schon beginnen. Ganz wichtig ist, dass wir auf jeden Fall mit der Nummer 1, was hier oben gekennzeichnet ist, beginnen. Sonst müssen wir am Ende wieder alles auseinanderbauen. Und dann nehme ich mir einfach mal so ein Seitenteil hier, da wo außen keine Pins sind, gebe das Ganze hier in der Ecke mal etwas zusammen, dass es schon relativ dicht aneinander ist. Und nun geht es einfach darum, dass wir dieses höher liegende Bauteil relativ nah an der Kante hier außen mal nach unten drücken, beziehungsweise auch etwas nach unten klopfen, bis wir hier oben wirklich schön bündig sind. Im nächsten Schritt können wir auch schon das gegenüberliegende Bauteil hier einmal noch an unsere Nummer 1 dran bringen. Und falls du übrigens jetzt mehrere solche Schränke zusammenbauen musst, dann kann ich dir auch empfehlen, dass du zum Beispiel ein Stück Karton hier außen unterlegst und dann vorsichtig mit einem Hammer draufklopfst oder natürlich gleich einen Gummihammer nimmst. Nicht, dass dir am Ende irgendwann mal deine Hand abfällt. Bevor wir unser viertes Seitenteil anbringen, müssen wir erst einmal noch die Rückwand einsetzen. Hierbei muss man eigentlich nur darauf achten, dass die Sticker natürlich am besten auf der Rückseite sind, dass wir diese nicht sehen, und dann können wir es auch schon ganz einfach mal hier vorne in diese zwei Einkerbungen außen hineingeben und müssen schauen, dass es natürlich auch ganz hinten ordentlich reingeht, dass wir hier vorne auch etwas tiefer drin sitzen. Danach das letzte Seitenteil nehmen, etwas höher als diese anderen Seitenteile setzen, dass natürlich auch hier die Clips ordentlich hineingehen und dann natürlich auch wieder mit etwas Druck nach unten oder natürlich mit etwas Klopfen anpassen. Im nächsten Schritt geht es darum, dass wir mal unseren Schrank aufrecht hinstellen, wieder darauf achten, dass die 1 hier nach oben zeigt, und nun geht es darum, dass auf jeden Fall diese Rückwand einmal hier unten in der Einkerbung ganz nach unten drinnen sitzt, und dann können wir nämlich auch schon diese 4 schwarzen Plastikbauteile einfach einmal hier richtig rum in die Löcher jeweils hineingeben. Um die Rückwand besser zu stabilisieren, müssen wir diese Keile anschließend auch noch ganz einfach richtig rum einmal hier hineingeben und dann mit etwas Druck natürlich auch hier hineindrücken. Der Schrank ist richtig aufgebaut, und jetzt muss ich mal bei meiner Wandschiene, die ich extra dazu gekauft habe, diese Eckteile bzw. Seitenteile richtig vorbereiten. Hierfür haben wir so eine kleine Schraube, die ich jetzt einfach mal hier oben in dieses Gewinde wirklich nur ein, zwei Gewindegänge hineindrehen sollte, damit es sich einfach nicht mehr lösen kann. Und mache dasselbe Spiel bei meinem zweiten Eckteil natürlich genauso. Als nächstes kann ich es auch schon ganz einfach mal in meine entsprechende Ecke mit etwas Schmackes hineinschieben bzw. drücken. Mache es auf der anderen Seite natürlich wieder genauso. Befestige es jeweils mit zwei solchen kleinen weißen Plastikdübeln noch in meinem Schrank. Und drücke jeweils diese weißen Pins noch ordentlich hinein, dass es sich danach auch nicht mehr lösen kann. Für unsere Wandmontage sollten wir am besten mal die Schablone an die gewünschte Stelle hinhalten, dann natürlich mit einer Wasserwaage mal ordentlich ausrichten, und wir können das Ganze auch schon mit einem einfachen Kreppband hier außen bei den Ecken befestigen, dass es natürlich auch nicht mehr verrutschen kann. Falls du natürlich mehrere Schränke auf einmal montieren möchtest, kannst du gerne auch diese Schablone erst einmal leicht durchbohren und dann jeweils mit einem Bleistift an der Wand die zwei Bohrlöcher anzeigen. In meinem Fall mache ich ja nur eines, weswegen ich auch mal ganz einfach mit den Schrauben hier mir zwei solche Markierungen in die Wand reinmache. Die Schablone ganz einfach wieder entferne und in meinem Fall mit einem Achterbohrer für meine Achterdübel ein Loch in die Wand mache. Im nächsten Schritt können wir unsere zwei Dübel auch schon mal schön bündig an die Wand hinklopfen. Die Schiene schon mal an die richtige Stelle hinhalten und natürlich auch richtig herum, dass die Befestigung auf jeden Fall hier unten ist, und das Ganze auch schon mal mit den zwei Schrauben und diesen zwei rechteckigen Beilagscheiben fixieren und danach mit Gefühl festschrauben. Bei mir hält die Schiene auf jeden Fall bombenfest, und jetzt geht es mal darum, dass wir unseren Schrank etwas höher genau über diese Schiene drüber geben, ganz gegen die Wand drücken und dann einfach etwas nach
unten lassen und somit ist das Ganze nämlich auch schon in der Wandschiene hinten eingerostet. Zum Schluss unbedingt nochmal eine Wasserwaage oben drauflegen und ich würde sagen, bei mir kann man gut erkennen, dass mein Schrank auf der rechten Seite auf jeden Fall etwas höher muss und deswegen nehme ich diesen erstmal wieder runter, hierfür einfach etwas an der Wand nach oben schieben und dann können wir ihn auch schon wieder ganz einfach entfernen. Zum Nachstellen sind nämlich diese beiden Schrauben auf der Rückseite gut. Bedeutet einfach, wenn ich das Ganze jetzt im Uhrzeigersinn weiter reindrehe, geht die Schraube natürlich nach unten und somit wird der Abstand zu unserer Wandschiene am Ende auch etwas größer. Weswegen ich das jetzt einfach mal mache. Wenn man meint, dass der Schrank am Ende richtig eingestellt ist, einfach mal wieder in unsere Wandschiene hineingeben. Gegebenenfalls muss man hier noch etwas weiter nach unten runterdrücken, dass er auch sauber einrastet und dann mal wieder mit der Wasserwaage das Ganze nachkontrollieren. Und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus, weswegen wir so einen IKEA-Schrank auch schon richtig montiert und vor allem auch aufgehängt haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt auch so einen IKEA-Schrank in den verschiedensten Varianten, eine passende Wandschiene oder natürlich auch passende Dübel, Schrauben und vor allem auch einen Akkubohrhammer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.